Da muss Glibber hin. Die Frage ist, was für ein Glibber? Ist das richtig, was ich hier mache? Umgucken, umgucken. Da ist noch was. Sieht aus wie eine Rampe. Alter, wie viel ist hier? Oh, hier sind so viele Einzelteile. Ich kann mir gar nicht alles angucken. Was ist da drüben? Nochmal. Wie nochmal? Ich meinte, es war von Anfang an. So. Was ist hier drüben? Hier sehen wir das, das, das. Okay, von hier können wir eigentlich fast gar nichts machen, habe ich das Gefühl. Und der Boden ist alles überall löchrig. Gehen wir mal darüber. Was haben... Ich wollte darüber. Wir müssen da gegen die Wand rennen, damit wir da oben raus... Ah, okay. Verstehe ich. Was ich aber nicht verstehe ist... Achso, verstehe ich doch. Und dann... brauchen wir, glaube ich... Moment. Ich mache das hier kurz nach da, damit nichts passiert. Jetzt so und so. Passt das so? Ich glaube schon. Ich probiere es mal aus. Blau hier unten hin und go. Oh, super! Wir haben hier unseren Würfel, den wir jetzt benutzen können, um darüber zu gehen. Dort rüber zu gehen. Und nun müssen wir ihn da hinstellen. Natürlich können wir da nicht durch. Einfach so. Wäre auch viel zu einfach. Das Ding dreht sich um und wir können darauf jetzt auch was spritzen. Ich habe Spritzen gesagt. Voll zweideutig, Digga. Die Frage ist, wie machen wir das? Ah, ich Idiot. Ich weiß wie. Ah, ich Idiot. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Okay, das kann ich ja nicht wissen, aber trotzdem bin ich dumm. Die Frage ist jetzt nur, was muss da drauf? Ich glaube Sprunggel, weil Sprintgel wäre ein bisschen sinnlos. Meiner Meinung nach. Sprunggel also, ja? Nehmen wir mal den Sprunggel hier und kleben es jetzt von unten da dran. Ganz einfach. Noch ein bisschen. Okay, das sollte reichen. Jetzt können wir hier hochgehen. Da eins hin, hier eins hin. Würfel wieder drauf und das Sprunggel ist da dran. Da ein Portal, hier ein Portal. Was passiert jetzt? Jetzt haben wir hier die Möglichkeit. Wie komme ich jetzt da dran überhaupt? Gar nicht, oder? Ach so, jetzt kann ich. Ah. Da haben wir. Das muss ich mir erstmal angucken hier. Hier muss ich jetzt orangenes Gelien machen. So 100%. So. Nun wieder zurück. Das Orange lass. Moment, nicht zurück. Ich mache hier mal blau hin. Da hinten. Da, ja, genau da. Ja. Mhm. So, blau. Jetzt nehme ich Schwung. So, jetzt habe ich eine Rampe, die ist super. Oh, es klappt, es klappt, es klappt, es klappt, es klappt. Und wir haben es geschafft. Von 0 auf 100. Wie gesagt, ihr müsst uns nur erlauben, euch auseinanderzunehmen. Wir pfuschen hier nicht um. Wir wissen, wie man einen Menschen wieder zusammensetzt. Eine komplette Rundumerneuerung. Aus alt mach neu.
Außerdem entfernen wir alle Tumore. Im Grunde müsstet ihr uns bezahlen. Stimmt. Wenn du schon so gut darüber redest, aber ich bezweifle, dass es was Gutes ist. Und ich bin neugierig, was das jetzt heißen sollte, dieses Wiedersehen. Wer sieht sich wieder? GLaDOS und der Typ oder wir und irgendwen anderes, wie zum Beispiel Wetley. Den können wir mal wiedersehen. Vielen Dank. Ich kann nicht glauben, dass ich mich bei denen bedanke. Für eure tapfere Bereitschaft, unser Rückstoßgel zu testen. Ihr habt der Gesellschaft einen überaus großen Dienst erwiesen. Und die Menschheit wird euch dafür dankbar sein. Bitte nehmt eure persönlichen Gegenstände wieder mit. Alte Zeitungen und Einkaufswagen sollen hier nicht die Gänge verstopfen. Für viele von euch sind 60 Dollar sicher ein ungeahntes Vermögen, aber gebt nicht gleich alles aus für... Carolyn, was kaufen Sie diese Leute so? Schuhe ohne Sohlen? Bartläuse? Caroline. GLaDOS weiß was davon. Sie weiß, was sie weiß, was... Nur, was ist die Frage? Wir können da hoch. Wir müssen da hoch. Um genau zu sein. Gamma. Gamma ist rechts, was ist links? Gar nichts. Gamma ist rechts. Was auch immer das heißen mag, da oben ist Gamma. Wir gehen mal hoch zu Gamma. Schon wieder ein Grill. Hier gibt es Grills über Grills. Ja. Ja, was ist los? Weißt du, ja, ganz toll. Hältst du es eine Weile ohne mich aus? Ich muss nachdenken. Nein, ich halte es ohne dich gar nicht aus. Ich bin ja total an dich gebunden und total an dich gewöhnt und ich hoffe, du bleibst immer bei mir. Weil du hast ja nicht versucht, mich zu töten. Nee, hast du das getan. Okay, ich kann jetzt das deaktivieren. Genauso gut kann ich das da aktivieren und das da. Einfach alles. Und natürlich geht auch das Ding hier an. Perfekt. Alles spritzt herum. Ich muss jetzt schnell sein oder pfiffig. Sind wir einfach mal pfiffig. Wir können hier hoch. Wir können auch zwischendurch. Das soll uns also nicht aufhalten. Ah, überall wo die weiße... Überall wo das weiße hinspritzt, können wir auch eine Fläche hinmachen, oder wie? Ist das jetzt? Kann das sein? Oder ist einfach so eine weiße Fläche zu sehen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist so, wie ich es gesagt habe. Ah, okay. Jetzt erkenne ich den Sinn. Und hier haben wir Speed. Ah, okay. Ich weiß auch warum. Geh mal runter hier. Und go. Schön. Hat alles super geklappt. Wir können weiter. Ah, Vogel! Hier ist irgendwas los. Das Rätsel löse ich jetzt noch und dann mache ich eine Aufnahmepause. Und jetzt sehe ich es schon kommen. Ich brauche für dieses Rätsel ungefähr 30 Minuten. Zurück kann ich noch gehen. Das bedeutet eigentlich, ich könnte diese Speed-Plattform hier nutzen. Ja, kann ich auch. Scheiße, falscher Portal. Falsches Portal. Warte, passt, okay. Dann legen wir mal los. Mit Vollspeed Karacho rein und geschafft. Willkommen im Enrichment Center. Seit die Teilnahme am Test für alle Mitarbeiter zerbrecht wurde, hat sich die Qualität der Testsubjekte dramatisch verbessert. Die Mitarbeiterbindung hingegen nicht. Schon wieder. Daher werden wir in Zukunft für menschliche Testsubjekte keine Verwendung mehr finden.
Das war wieder ein neues Bild. Die Fertigfuchser meinten, wir könnten uns das Mondgestein nicht mal leisten, wenn es $7 kosten würde, geschweige denn 70 Millionen. Haben's trotzdem gekauft. Haben's gemahlen und zu Geld vermischt. Und weißt du was? Gemahlene Mondsteine sind pures Gift. Ich bin todkrank. Aber sie sind tolle Portalleiter. Wir testen gerade, ob sich durch die Verwendung dieser neuen Portale das Mondgift aus der Blutbahn entfernen lässt. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Limonade draus. Denken wir positiv und forschen weiter. Das sieht nicht gut aus für ihn. Test so schnell wie möglich durchführen könntest. Carolyn, bring mir noch ein paar Schmerztabletten. Carolyn scheint also keine Roboter zu sein, sondern ein Mensch. Wenn sie ihm schon Schmerztabletten bringen soll? Also ich weiß nicht, ob die Roboter da so... Okay, gucken wir mal GLaDOS an. Ich meine... Okay. Das war's dann auch von dieser Aufnahme hier. Ich mache ein kleines Päuschen und das nächste Mal. Das hier erinnert mich gerade irgendwie ein bisschen Flughafen, kann das sein? Also ein wenig. Ein wenig Flughafen ist so eine Dingsbums-Schleuse, wo man Magnetprüfung und so. Ihr wisst Bescheid. Elektro und so. Aber ich weiß nicht, wie man das nennt. Ich bin so blöd im Kopf gerade. Ich musste zu viel nachdenken. Okay. Deswegen brauche ich jetzt eine Pause. Wir sehen uns also beim nächsten Mal, wenn es heißt, oh, ein Loch in der Wand. Tschö, bitte, und immer schön weiter sorgen.